Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Random Steam Game. Heute wird es mal wieder Zeit für ein Rhythmusspiel, denn heute spielen wir Neon Beats. Die Musik geht schon richtig ab und irgendwie erinnert mich dieser Cursor an Uzu. Und ja, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel war. Auf jeden Fall ist es ein Rhythmusspiel und wir fangen einfach an direkt mit Tutorial. Gucken wir uns das gemeinsam mal an. Genau, das ist ein Sidescroller-Rhythmusspiel, soweit ich weiß. Nur ist etwas laut. Aber das kennt man ja bei mir, dass ich immer alles auf zu laut habe. Okay. Also wie bei Geometry Dash kann man sich hier so drehen, aber man kann auch nach links und rechts. Bei Geometry Dash geht es immer nur in eine Richtung. Das ein bisschen mal gespielt. Okay, Walljumpen kann man. Ja, okay, interesting. Join. Oh, warte. Muss man immer in die Richtung drücken, oder? Ah, nee, muss man nicht. Man kann doch einfach nur Leertaste halten und das passt schon. Ah. Boing. Boing. Okay, easy, easy. Hier haben wir noch so ein paar Krallen, die uns rüberschleudern. Achso, wir müssen uns erstmal festhalten. So. Okay, interesting, interesting. Boah. Will ich sterben? Das ist ein Trampolin? Ja. Boah, die sind ein bisschen komisch. Aber man muss gedrückt halten, damit die richtig funktionieren. Okay, alright, alright. Mal schauen, was wir hier haben. Eine Musiknote für irgendwas. Die Plattform, die verschwindet nach einer Zeit. Wie bei Mario. Ding, ding, ding. Und ist weg. Easy. Geschafft. Simple basic. Okay, das war das erste Lied, der erste Song. I guess. Was gibt's ja eigentlich alles? Beat, Fervor. Und das war's. Aha. Spielt 8 Level. Das Spiel ist übrigens kostenlos, soll ich mal gemeint haben. Oder ist es kostenlos, warte mal. Ja, das Spiel ist kostenlos, hat aber noch ein paar Packs, um es zu erweitern. Okay. Wir spielen aber so lange, bis es vorbei ist. Genau. Keine Ahnung, wir machen einfach ein bisschen und dann schauen wir einfach mal. Aber bisher erinnert mich das Spiel so ein bisschen an Geometry Dash. Nur halt als fuller Plattformer statt einfach nur nach dem Beat zu springen, sag ich mal. Auch wenn Geometry Dash ein bisschen anders ist als das, aber ich bin niemand, wo wirklich viel Geometry Dash gespielt hat. Egal, reden wir über was anderes. Und zwar über diese schönen Neon-Effekte hier. Weil die sehen schon ganz schick aus, muss ich zugeben. Okay, ich schmeiß mich mal hier rüber. Ich weiß nicht, wo es lang geht, aber das wollen wir natürlich herausfinden. Und ich schätze mal, wir sollen alles einsammeln, oder? Oh, verdammt! Zählt das da oben jetzt als eingesammelt? Ich glaube nicht, oder? Doch, es zählt. Okay, wenn man stirbt, ist es egal, aber es zählt trotzdem als eingesammelt. Okay, das ist cool. Die Musik ist nice. Die Musik ist ganz chillig. Passt zur Atmosphäre. Auf jeden Fall. Wow! 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 Okay, okay, okay. Irgendwie muss ich an diesem Orangenen immer an wie Portal denken. So ein orangenes Portal oder sowas. Und auch so ähnliche Farben. Aber okay. Grafik ist natürlich sehr simpel. Ist einfach nur ganz viel Lichti-Lichti-Shade drauf. Und das ist halt so die Grafik. Aber ist ja nicht schlechtes. Ich meine, es ist. Im Rhythmusspiel muss ja nicht so krasse Grafik haben. Okay. Ja, die ersten paar Level sind noch ziemlich easy, aber das sollen sie auch sein. Verdammt! Sag ich und sterbe. Hä? Moment. Da habe ich das Trampolin hier nicht richtig benutzt. Wie benutze ich das denn? Da erstmal drauf. Ah, vielleicht muss ich mich dann hochbouncen an der Seite hier, so, genau. Damit ich dann hier einen Walljump. Ja, ich muss einen Walljump machen, okay. Ah, ja, genau. Walljump hier auch. Und jetzt müssen wir nur noch abwarten. Die müssen eigentlich noch Stacheln an den Dingern hin, aber na gut. Oh, da waren Stacheln. Aber sogar mich erwischt. Ja, das ist Geometry Dash, müsste ich bei einem Tod das ganze Level nochmal von vorne machen. So, unten was? Wow, da war wirklich was!
Oh nein, wieder so ein 100%. Das ist wirklich ein. Das ist weniger ein Rhythmusspiel, es ist mehr ein. Jump'n'Run, würde ich mal behaupten. Du spielst bisher mehr ein Jump'n'Run als Rhythmus. Definitiv. Aber vielleicht ändert sich das. Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, ich bin zumindest nicht gestorben. Immerhin. Man muss immer das Positive sehen. Ah, wenn es zumindest gibt. Okay. Und das schleudert mich nach oben, was mich hier rüber schleudert, was mich zum nächsten Raum bringt. Und ich bin durch. Beginner. 2 von 3. Warte, gab es im Tutorial auch noch mal ein paar die... Nee, hier fehlt mir eins. What? Ich guck noch mal ganz durch. Alright, ich glaube, ich hab's gefunden. Und zwar hier hoch, genau. Man kann hier nämlich hoch. Und ich wette mit euch, dass... Ja, war klar. Dass hier oben das Ding ist, aber... Man muss leider sterben, wenn man es findet. Wie ich das überlebt habe. Okay, war ja noch viel in dem Level? Ja, ich schalte es mal lieber raus. Warte, was? Ich muss alle in einem Durchlauf finden? Nein, oder? Jetzt wirklich? Oh Gott. Oh. Okay, ich habe ein Catch-em-all-Achievement bekommen. Jetzt hat es nämlich... Ja, jetzt hat es gezählt. Wunderbar. Okay, auf zu Level 2. Mal gucken, wie lange wir spielen. Ich will auf jeden Fall jetzt hier die Reihe an Level schaffen. Und hier leuchtet alles so viel. Wow. Was geht denn hier ab? Oh, die Plattform wird immer kleiner. Das ist alles wirklich gruselig. Okay. Aha. Die schieben sich immer in eine andere Richtung. Okay. Interessant. Auch wieder aufpassen. Okay. Ich wusste gerade den Rhythmus nicht. Hä? Okay. Ich habe immer noch ein bisschen Angst wegen den Noten. Die fehlen immer noch. Und was ist hier für ein Fahrstuhl? Warte, da war was links. Da war nix. Oh, coole Musik. Zum Teufel. Ah, das ist schwierig. Oder einfach nur, ach okay, einfach nur schwingen. Ich soll keinen Schwung aufbauen. Soll einfach nur schwingen. Alright. Okay, und... Boom! Und jetzt wird es richtig so Geometry Dash. Okay, da unten. Ja. Hier ist eins von den dreien. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle finden werde in dem Spiel, aber... Ich habe auf jeden Fall ein paar schon mal gefunden. Ah, das ist cool. Wenn ich gut drin wäre. Dann wär's cool. Boing. Und boing. Weiter geht's. Nein! Hä? Hä? Was? Einmal soll ich doch timen? Hä? Vorher sollte ich doch überhaupt nicht. Weird. Total seltsam. Gehe ich jetzt langsam an, auch wenn die Musik so episch wirkt. Ja. Boing. Und. Ich habe das Gefühl, ich habe auf jeden Fall was verpasst. Naja. Was soll's. Ha! Ach so! Ja, da hätte jetzt noch was sein können. Naja. Jetzt ist es zu spät. Oder? Ja. Okay, das ist cool. Das ist cool. Moment, da können noch was hinten sein, oder? Was meint ihr?
Ja. 2 von 3. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen vorbei. Und ich kann sagen, bye bye zum dritten Melodiechen. Ei, 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 ei. Keine Ahnung, ich laber irgendeine Melodie. Oh. Okay, das muss ich timen. Weiß aber nicht genau, wie ich das mache. Was zum... Okay, eigentlich wäre ich schon früh gestorben. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe so lange. Und hier muss ich Schwung aufbauen, sonst geht's nicht. Ey! Hey, jetzt zischt einfach ohne mich ab. Nein, bleib hier. Hm? Das ist schwierig, der Jump. Oh, warte, andere Idee. Ah, verdammt! Aha, jetzt habe ich es geschafft. Was geht jetzt wieder ab? Boah. Boah. Knappes Ding, du. Knappes Ding. Hier ist nichts mehr. Nee, scheint nicht so. Okay, geht manchmal auf und zu. Wie ein Auf zu. Hä? Aber das hatten wir doch schon. Oder ist es jetzt schwieriger? Ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Oh, jetzt ist wirklich viel Geometry Dash. Nein, es ist vorbei. Expert. Nein, mir fehlt eine Melodie und damit muss ich alles neu machen, alles neu einsammeln. Das ist blöd. Wir hatten Spaß auf sowas. Ich hab damit keinen Spaß. Das war... Okay, ein Level bleibt noch übrig. Und das ist Level 3. Das mache ich jetzt auch noch. 100%. Naja. Ich will mir das Spiel ein bisschen anschauen und ja, das hier ist anscheinend das letzte Level, außer halt die Level vom DLC, aber ansonsten ist das hier anscheinend das letzte Level und okay, da warte ich jetzt aber einiges, du. Wirkt auf jeden Fall schon mal wie ein krasser Bossfight. Wow, das ist richtig episch. Epic. Oh. Was? Da war kein einziger Checkpoint. Da hätte man ruhig einen Checkpoint reintun können, ganz ehrlich, in diesem Level. Ich meine, ja, okay, du sollst alles in einem machen, das kann ich schon verstehen, aber trotzdem, das... Ja, die... Seht, was ich meine? Muss ich alles neu machen. Wie viel Geduld hat man da bitte? Weiß ich nicht. Ja, toll. Man springt übrigens immer gleich hoch. Egal, ob du jetzt gedrückt hältst oder nicht, man springt immer gleich viel. Gleichmäßig. Also auch wenn ich ganz kurz drücke, springt das richtig hoch. Ist auch ein bisschen verwirrend. Weil man das aus anderen Spielen so kennt, dass wenn du gedrückt hältst oder eben nicht, der was anderes macht. Jetzt könnte ich es eventuell... Nein. Oh, hier muss aber ein Checkpoint sein. Ganz sicher. Verdammt. Aber das ist easy hier. Das ist easy zu bekommen. Ja, das zählt schon. Einfach eingesammelt haben und das war's. Was? Der dreht doch übel schnell. Wie willst du... Verdammt. Der dreht sich doch übel schnell. Wie willst du da durchkommen? So? Ah. Okay. Bist du ganz cool? Und endlich hatte ich mal einen Checkpoint bekommen für ihn. Das war super. Oh, okay. Ah, die Decke. Aber ich hab's eingesammelt. Mehr wird nicht verlangt. Also von daher, komm. Schnell durch hier. Ah, nicht rutschen. Keine Zeit zum Festhangen. Oh, den brauche ich. Auch wenn mich das jetzt den Tod gekostet hat. Naja, was wollen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich alles bis auf 1 im letzten Level. Ja, okay. Dann gucke ich das gleich mal nach. Weil dann fehlt mir wirklich nur noch eine Sache, dann habe ich 100%. Boah, die Musik geht gerade richtig ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch hören kann. Ah! Lass mich durch! Hallo! Okay. Bisschen verwackt manchmal. Oh, what the hell? Vertreibt halt. Oh Gott. Okay. Und hoch.
Und verkacken. Nice. Ich verstehe diese Dinge immer noch nicht so ganz. Manchmal soll man einen Schwung nehmen, manchmal nicht. Doch, ich muss noch Schwung nehmen, aber ich darf auch nicht zu viel Schwung haben, weil sonst... Hä? Aha. Hoch. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nein. Verdammt. Die Musik geht total ab, ey. Oh, das war knapp, das war knapp. Oh, oh, komm, 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 komm. Es zählt, es zählt. Let's go, Master. Yes, only 3 levels. Ja, das Spiel hat anscheinend wirklich nur 3 Level und wir sind durch. Wir haben damit Neon Beats durchgespielt. Ein kleines Experiment-Spiel, I guess. Ist ganz nett. Es gibt noch hier ein DLC. Falls ihr wollt, dass ich den DLC spiele, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich suche jetzt noch den letzten Ding, damit ich 100% hier habe und flexen kann und ja. Hier bei diesen Dingern, ich wollte ja eigentlich nicht runterspringen, weil ich dachte, hier wäre auf jeden Fall der Tod, aber nein. Hier ist doch das dritte Ding. Ich war wirklich überzeugend, da unten ist wahrscheinlich nur der Tod. Ich sollte es gar nicht mal erst ausprobieren, so. Und ja, da ist es. Alright, und damit haben wir es geschafft. 100%. Wow. Ja, also wie gesagt, mein Fazit war ganz in Ordnung, war ganz nett für so ein ganz kleines, kostenloses Spiel, was du so auf Steam und auf dem Handy downloaden kannst. Habe ich das vielleicht noch nicht erwähnt, aber ne? So sieht's aus. Ich find's ganz nett. Ich fand's ganz in Ordnung. Und falls ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen. Dann kaufe ich vielleicht auch noch für, ich glaube, 3 Euro oder so, den DLC Beat Further mit 4 bis 8 Level, also von Level 4 bis Level 8, so mal. Ne, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei dem nächsten Random Steam Game. Bis dann und ciao.